Hallo und herzlich willkommen hier zu The Outlast, dem Part 13, hier mit eurem Danny. Ja, ich hoffe mal, dass wir dieses Rätsel heute hier lösen. Ja, es ist extrem schwer. Es ist extrem schwer mit unserem Freund hier und Kupferstecher. Ja, wir versuchen heute mal den Weg der Verdammten. Eine Batterie. Ja, ist der weg? Nein! Ach Mann! Verflixte! Hundekacke! Ach, ich hab ihn nicht gesehen, ich hab ihn nicht gesehen! Verflixt! Ich hatte gedacht, er ist schon weggegangen. So. Aber diesmal. Du. Ja, wie gesagt, das ist ein echt schweres Level hier. Freunde, wir werden das heute versuchen hier zu schaffen. Wer ja gelacht. Ja, wir müssen zu der einen Truhe kommen, ohne gesehen zu werden, die wir dann wegschieben, zu einer nächsten Türe zu gelangen. Ja, geh bitte. Geh mit Gott, aber geh. So. Versuchen wir es noch einmal. Ja, das ist doch echt nicht fit hier, ey. Ach, Mann. Herrgott, Zeiten nochmal. So. Wir haben uns mal wieder versteckt wie kleine Weichspuller hier. Und versuchen ihn ein bisschen auszutricksen. Hier im Part 13. Ja, wo ist er hin? Hey, nobody likes a quitter. Ja, ich sehe ihn da hinten, aber ich kann ja jetzt so schlecht rausgehen. Oder wir müssen es sogar. Ja, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ja. Hoffentlich kommt er jetzt hier rein. Und geht hier hinten lang. Schieb! 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 Nein! Nein! Ja, verstecken wir uns erstmal hier drinne. Und hoffen, dass er uns nicht gesehen hat. Weil er wird ein ordentliches Ding. Ja, da ist er. Wo ist er? Wo geht er hin? Und der hat ja immer noch keine Hose an. Ach, das ist ja eklig. Geht er jetzt hier weg? Haut er jetzt ab? Let me sell you the dream. Nein! Hier hoch!
Freunde, wir haben es gelöst. Oder hoffentlich kommt er uns nicht nach. Das wäre ja nochmal schöner. Ich möchte nicht darunter. Ich möchte es nicht. Ich habe das leichte Gefühl, dass er uns verfolgt hier. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, da ist ein Schlüssel. Nein! 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 Ach Gott. So, da wird die scheiß Schere in der Hand. Ach, Junge. Junge, komm bald wieder. Komm bald wieder nach Haus. Ja, wo lang? Hier waren wir doch gerade eben. Oder bin ich jetzt verwirrt? Das ist doch hier, wo der mit seinem Bein hier umhängt, oder? Ich bin doch nicht blöd. Er steht doch hier an der Tür. Genau hier ist das Bett. Ja, es ist... Nein! 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 Hilfe! Ja, das ist ja richtig verwirrend hier. Hier bin ich ja gerade eben gewesen. Ja, das ist das Problem, wenn du hier von einem Seilenmörder verfolgt wirst, kann du dich nicht auf die Landschaft konzentrieren. Sag ich jetzt mal. Es ist schwieriger. Ist die Frage jetzt, wo müssen wir lang? Hier ist zu. Also können wir jetzt bis hier lang. Also jetzt wird es ulkig. Hier bin ich doch gerade eben gewesen. Wo geht's jetzt hier lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ja, hier bin ich durchgekommen. Hier hinten ging's nicht weiter. Ja. Das ist jetzt die Frage, die uns hier beschäftigt. Ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit im Kreis laufen hier. Und außerdem gehen uns die Batterien alle. Oder aus. Kommen wir hier vielleicht durch? Nee. Kommen wir auch nicht durch. Ja, und wo ist der hin? Wo ist dieser Schweinehund? Wo ist dieser Schweinehund?
Ja, eine Akte. Ja, unsere Batterie ist fast aufgebraucht. Das ist sowas von unerotisch. Ja, hier kommen wir nicht mehr lang. Wir müssen bestimmt wieder zurück. Ah, es war keine Batterie, gut. So, liebe Freunde. Haltet die Augen auf. Das könnte der Weg sein. Es ist der Weg. Ja, hauen wir ab hier. Und Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nein! 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 Ah! Ja! Ja! Ah! C'est la vie, du Arschloch! Grüß mich in der Hölle! Ja, und nun stecken wir fest. Wie zum Teufel sollen wir jetzt hier rauskommen? Sollen wir ihn... Nee. Freunde, wir stecken fest. Ach, nein. Es gibt immer eine Tür. Ja, unsere Batterie ist schon fast alle. Ja, gehen wir hoch oder runter? Wir gehen hoch. Oder auch nicht. Ja, ich hoffe zumindest, dass dieser kranke Typ jetzt leider in der Hölle schmort. So, hier haben wir wieder unsere Fansa Teamwork Teamplayer Award. Patrick Pentrina. MP of Mukov Corp. Keine Ahnung. Hat irgendjemand ein Award gekriegt. So, liebe Freunde, bevor wir jetzt hier weitermachen, sage ich jetzt Dankeschön, dass ihr den Part 13 von Outlast, den Survival Horror Psycho Game, angeguckt habt mit euren Danny, und ich freue mich auf den Part 14, wenn es wieder heißt, ja, gehen wir in das Böse, versuchen wir das Böse der Welt zu erledigen. Ja, bis dahin, vielen Dank, c'est la vie.